Gut, dann fangen wir an. Ich wünsche einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier auf dem Vintage Computing Festival Berlin in der Humboldt-Universität in der Georgenstraße 47, hier sozusagen gehostet von der hiesigen Medienwissenschaft, deren Mitarbeiter ich ja ein paar Jahre lang war und jetzt aber hier als Externer. Und wir haben jetzt zwar keinen Vertreter der Medienwissenschaft hier, der Sie mit begrüßt, aber ich nehme jetzt einfach mal die Rolle wahr und begrüße Sie als ehemaliger Mitarbeiter der oder sage gleich, liebe Freunde und Kollegen, denn die meisten kenne ich von den vergangenen Festivals und aus anderen Zusammenhängen. Ich wünsche uns hier ein paar schöne Tage, also es sind ja genau zwei, mit interessanten Ausstellungen und Gesprächen. Es ist dieses Mal als Sonderausstellungsthema 50 Jahre Personal Computing und da hat sich dann irgendwie auch noch eine grafische Benutzeroberfläche mit hineingeschlichen in das Ausstellungsthema. Mal schauen, wie weit wir dem Sonderausstellungsthema hier gerecht werden. Aber selbst dort, wo wir es vielleicht nicht werden, bei den anderen Ausstellungen und den Workshops und Vorträgen, werden Sie sicherlich feststellen, dass wir wieder eine große Bandbreite an Themen gefunden haben, die wir Ihnen hier präsentieren. Ich selbst trage das Orga-T-Shirt, das vor 10 Jahren beim ersten Vintage Computing Festival mal hergestellt wurde. Es ist weder verwaschen noch zu eng. Es ist mit mir mitgewachsen, könnte man fast sagen. daran erkennen Sie mich, wenn irgendwelche Fragen sind, Probleme auftauchen sollten, ist es also gar kein Problem, uns anzusprechen. Entweder tragen wir ein Orga-T-Shirt oder so ein T-Shirt, wo auch ein VCFB-Logo drauf ist. Oder eben vorne am Eingangstresen, da sitzt auch immer jemand und kann Fragen beantworten. Ich gebe mal weiter an dich. Ja, ich habe sonst nicht viel. Auch ich begrüße euch recht herzlich zu dem 10. VCFB dieses Jahr, sozusagen der Jubiläums-VCFB. Wir haben 24 Ausstellungen dieses Jahr. 5 weitere sind leider ausgefallen wegen Krankheit. Damit muss man, glaube ich, heutzutage immer rechnen. Nur noch ein ganz kleines Detail. Der Vortrag, der ursprünglich um 20.15 Uhr geplant war, fällt aus. Dafür gibt es einen Vortrag über Plan 9 und seine grafische Benutzeroberfläche um 12.15 Uhr. Ich wollte gerade sagen, 20.15 Uhr? Nein, 12.15 Uhr. Und 20.15 Uhr gibt es auch etwas, aber das ist eher mit Musik und Lecture-Performance hier. Genau, ich glaube, es ist später, aber ja, jawohl. Und wünsche euch ganz viel Spaß und viele Informationen und viele Kontakte. Und ja, habt Spaß. Alles klar.